Sie ist langjährige Landes- und Staatsmeisterin im Bankdrücken in unterschiedlichsten Gewichtsklassen und hält gleich drei österreichische Rekorde. Ihr größter Erfolg: Weltmeisterin 2001 im Bankdrücken in der Kategorie bis 75 Kilo. Damals drückte sie 125 Kilo. Heute, 14 Jahre später, ist sie noch stärker. Mit 130 Kilo holte sie den österreichischen Rekord und den Vize-Europameistertitel im Bankdrücken. Claudia Narovnik. Die 63-Kilo-Frau stemmt das Doppelte ihres eigenen Gewichtes. Dabei hat gerade dieses sie damals zum Sport getrieben. Ja, ich wollte ursprünglich eigentlich meine Figur etwas verändern, weil ich eben immer etwas korpulenter war in meinen jungen Jahren. Und da war ein Fitnessstudio an der Ecke bei uns zu Hause und da bin ich meiner Mutter hingegangen. Und dort war ein Trainer und der hatte halt erkannt, dass ich für eine Frau relativ stark war oder bin und hat sich bereit erklärt, mich zu trainieren. Der hat mich dann vorbereitet zum ersten Bodybuilding-Wettkampf. Doch auch der neue, trainierte Körper bereitet Claudia anfangs Probleme. Dann hatte ich zu trainieren begonnen und dann war es eher so, dass sich mein Aussehen so verändert hat, dass ich massiv gewirkt habe und mich die Leute immer sehr angestarrt haben. Und dieses Anstarren konnte ich anfänglich überhaupt nicht ertragen. Das war ein Prozess, mit dem ich auch klarkommen habe müssen, einfach auch zu lernen, okay, das ist dein Sport, das gehört zu dir dazu. Und es ist gut, so wie du aussiehst, auch wenn andere es vielleicht am Anfang befremdend finden. Hallo. Heute wird die Sportlerin von ihrem Lebensgefährten Andreas Ettlinger betreut. 2010 haben sich die beiden im Fitnesscenter kennen und lieben gelernt. In seinem eigenen Fitnesscenter in Haid drillt sie der Coach zu Höchstleistungen. Der Ehrgeiz von mir ist 110% und der Ehrgeiz von ihr ist, ich sage einmal, 97%. Ne? 100% nicht, da muss dann ich immer ein bisschen hinten nachschieben und nehme ein bisschen mehr Gewicht und sie, nein, ich kann das nicht. Also ich glaube immer, dass sie mehr kann, als was sie selber glaubt. Ne? An der Claudia ist alles weiblich. Ne? Also die breiten Schultern, die machen sicher nicht männlich. Also für mich eine äußerst attraktive Frau. Mehr als attraktiv finden Claudia auch diese Kinder. Im Diakoniezentrum Spattstraße Linz tanzt Claudia kuschelweich. Ihr Kindergartenjob eine Herzensangelegenheit. Das wollte ich eigentlich schon immer werden. Das wusste ich eigentlich schon in meiner Kindergartenzeit, dass ich später mit Kindern arbeiten möchte. Ich habe auch immer Babysitterdienste gemacht, habe immer auf andere Kinder aufgepasst, auch auf Kinder mit Beeinträchtigungen damals schon. Es ist wirklich manchmal so nett zum Anschauen, die Sportlerin, die da sitzt und Kinderlieder singt, Kinder tröstet, Kinder nimmt, Kinder herzt und da dann eigentlich die Art des Sports da man nicht erkennen kann. Ja! Wir haben nicht gewusst, dass sie Bodybuilder war. Uns hat sie öfters hochgehoben. Ich brauche einmal die Liebe zum Sport, da will die Liebe zu den Kindern. Ich brauche auch das Durchhaltevermögen. Ich sage, okay, ich ziehe meinen Sport einfach durch, genauso wie meine Arbeit eben schon seit, ja, 1990 mache eigentlich. Und natürlich ist es schon so, dass man sich dann auspowert, falls ein anstrengender Tag einmal war, geht man trainieren und dann powert man sich wieder richtig aus. Claudia macht sicher mal ihre sportliche Leistung aus, ihr soziales Engagement, jetzt speziell mit Kindern, und sie ist einfach, ja, die Traumfrau für mich, ne? Für ihre Gegnerinnen im Sport die Albtraumfrau, weil es natürlich immer wesentlich besser ist. Ne? Kurz gesagt, die Claudia hat's drauf. Claudia Narovnik. Wenn der Titel Powerfrau passt, dann auf sie. Im Sport wie im Kindergarten, beim Studium und in der Liebe wirkt sie mit voller Kraft. Eine amtierende Vize-Europameisterin, die im Leben weitaus mehr als schwere Gewichte stemmt.